Herzlich willkommen zu Paddys Mikrokosmos. Ich stehe hier am Eingang des Planetariums in Köln-Nippes. Ein gewisser Tim Ruster hat mich über einen YouTube-Kommentar angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, vorbeizukommen und einen kleinen Beitrag zu drehen. Naja, da mich das Thema Universum total interessiert, bin ich der Einladung natürlich gefolgt. Wow, durch diese Tür zu gehen war wie durch ein Zeitportal zu reisen. Ich befand mich plötzlich wieder in den 60er Jahren, dem Weltraumjahrzehnt schlechthin. Wenige Monate nach Eröffnung dieses Planetariums versprach US-Präsident John F. Kennedy 1961, dass es die USA schaffen werden, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und wieder sicher zurück zur Erde zu befördern. Hallo lieber Tim, der Universumsflüsterer, hier ist er. Herzlichen Dank für die nette Einladung. Ja, hi Paddy, schön dich hier begrüßen zu dürfen im Planetarium. Das ist ja alles hier so ein bisschen Retro-Charmig, was ich ja mega geil finde. Ist das denn echt so alt oder macht ihr das auf Retro-Charm? Es ist ein bisschen so eine Mischung aus beidem. Hier ist eine Schule drüber und damals in den 60ern hat der alte Schuldirektor sich entschlossen, in den Keller ein astronomisches Museum zu bauen. Es ist also wirklich so alt und mittlerweile denken wir uns, warum sollen wir das hier alles erneuern? Denn irgendwie dieser Retro-Charm ist ja total geil. Mich erinnert das immer so an Zurück in die Zukunft so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Also ich stehe mega drauf. Du lebst ja das Thema Universum. Das heißt, du machst hier nicht nur irgendwelche Führungen, sondern du produzierst auch kleine Animationen, wo man etwas über das Universum lernen kann. Genau, und das Ganze nennt sich Astro-Comics. Die Idee dazu kam mir hier durch die ganzen Kiddies, die hier immer im Planetarium sind und sich hier umschauen, sich total für den Weltraum interessieren. Und da dachte ich mir, wie könnte man den Weltraum besser erklären als durch Animationen und Cartoons? Und das war die Geburtsstunde von Astro-Comics. Jupiter ist nicht nur der größte Planet, er wiegt auch noch doppelt so viel wie alle anderen Planeten zusammen. Hey Jupiter, ist doch total seltsam, dass du so viel mehr wiegst als ich, oder? Immerhin sind wir fast gleich groß. Ey, guck dich mal an, du Lauch. Du musst mal ein bisschen mehr Bizeps pumpen gehen, dann wiegst du auch so viel wie ich. Der eigentliche Grund für den Gewichtunterschied ist, dass Jupiter aus wesentlich dichteren Gasen besteht als Saturn. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie Gas überhaupt so schwer sein kann. Aber auch Gas hat ein Gewicht. Und eine Menge Gas ist eben sehr, sehr schwer. Ey, willst du sagen, ich bin fett oder was? Ja, unsere Erde, die befindet sich ja in der Galaxie Milchstraße. Das ist uns ja allen eigentlich ziemlich bekannt. Und man hört ja immer wieder, dass sich das Universum ausdehnt. Das heißt, mit jeder Sekunde wird es größer und größer und alles entfernt sich voneinander. Aber irgendwie bleibt doch der Abstand zum Beispiel von der Erde zur Sonne und zum Mond und so immer so, wie er war. Wieso? Also irgendwie ist das doch widersprüchlich. Ja, glücklicherweise ist das so. Ne? Wir beide expandieren ja nicht voneinander weg, wäre schlimm. Und das liegt daran, dass es im Universum so zwei widerstrebende Kräfte gibt, die Schwerkraft und die dunkle Energie. Die dunkle Energie sorgt dafür, dass der Weltraum immer, immer größer wird. Die meisten Galaxien bewegen sich voneinander weg. Und die Schwerkraft sorgt aber dafür, dass die Sachen im Kleinen zusammenhalten. Also die Erde zieht gerade uns beide an, wir kleben hier auf dem Boden und widersetzen uns der Expansion. Die Sonne zieht die Erde an und deswegen hält das alles zusammen. Also gut für uns, dass es die Schwerkraft gibt. Ja, auf jeden Fall. Und du hast gerade die dunkle Energie angesprochen, ne? Da sagt man ja auch schwarzes Loch zu. Und das ist ja eine Energie, die so seine eigenen physikalischen Regeln hat, gell? Die hat man jetzt auch noch nicht so lange entdeckt. Schwarze Löcher sind so ein bisschen rätselhaft. Gleichzeitig sind sie auch so die Bösewichte des Universums. Jeder weiß, man wird da reingesogen, man kommt nie mehr raus. Das ist eine sehr unangenehme Erfahrung im Zweifel. Dabei sind die echt wichtig, denn in der Mitte von jeder Galaxie, auch in der Milchstraße, befindet sich ein super massives schwarzes Loch. Und das hält alles zusammen. Alles in der Milchstraße dreht sich um das schwarze Loch. Auch wir brauchen einige Millionen Jahre einmal rum, das nennt man ein galaktisches Jahr. Und wenn das schwarze Loch jetzt verschwinden würde, dann würden wir einfach wegfliegen. Abgefahren, abgefahren, ne? Also eigentlich muss man ja sagen, dass unser Hirn, unser menschliches Hirn für derlei Dinge wie Universum und die Entfernung und so weiter ja eigentlich überhaupt nicht ausgelegt ist, ne? Das ist ja wirklich so. Also es fällt uns Menschen schwer, das alles wirklich zu verstehen. Ich meine, wir sprechen drüber, wir lesen drüber, aber eigentlich kann man es doch gar nicht fassen. Ja, ist tatsächlich so. Das sieht man schon daran, wir Menschen können auch nur dreidimensional denken. Besser als zweidimensional. Das wäre wie in so einem alten Super Mario Spiel, nur links und rechts. Aber es gibt auch noch mehr als drei Dimensionen, zum Beispiel die Zeit. Also kein Mensch kann die Zeit sehen. Ich meine, wir können auf die Uhr gucken, aber wir sehen die Zeit nicht, obwohl sie gerade hier ist. Also irgendwie müssen wir noch schlauer werden, um das Universum wirklich vierdimensional begreifen zu können.
Ja, da muss die gute alte Evolution nochmal herhalten. Aber die ist immer so langsam, die braucht immer so lange. Ne? Aber ich glaube, dass die an dem menschlichen Hirn durchaus noch arbeiten kann in der Zukunft. Also da wird sich was tun, denke ich. Aber wir werden es alle nicht mehr erleben. Ne? Richtig, ne? Da müssen wir uns mit den richtigen Leuten fortpflanzen, um quasi bessere, schlauere Menschen zu erzeugen. Aber ist mir auch zu anstrengend. Also überlassen wir das unseren Nachkommen. Genau, genau. Du machst ja hier im Planetarium in Köln-Nippes die Führungen. Und da sind natürlich auch immer sehr viele Kinder dabei. Ne? Ist ja klar, Universum und Kinder, das interessiert ja schon. Und stellen die denn auch manchmal komische Fragen? Nicht nur manchmal, sondern fast immer. Also ich habe so einen Blog, da sammle ich die besten und absurdesten Kinderfragen über den Weltraum, seit ich hier arbeite. Nach jeder Führung schreibe ich die verrücktesten Fragen auf. Und da ist echt einiges zusammengekommen. Zum Beispiel, was passiert, wenn man Jupiter mit einem Streichholz anzündet? Ne, der ist ja aus Gas, kann man sich ja mal fragen. Was passiert, wenn Albert Einstein ins schwarze Loch gesogen wird? Kann ich direkt vorwegnehmen, das gleiche wie mit jedem anderen Menschen. Man stirbt auf qualvolle Art und Weise. Oder auch, was passiert, wenn plötzlich der Mond verschwinden würde? Mond und Erde sind ein echt eingespieltes Team. Immerhin umkreist der Mond uns schon seit fast 4 Milliarden Jahren. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring's like on a Jupiter and Mars. Aber was wäre, wenn der Mond plötzlich von der einen auf die andere Sekunde verschwinden würde? Mond, alter Freund, wo bist du hin? Nicht nur wäre es für die Erde emotional schwer zu verkraften, das Leben auf der Erde würde sich auch gänzlich ändern. Die Schwerkraft des Mondes beeinflusst die Erde, das nennt man auch Gezeitenkräfte. Da diese Gezeitenkräfte die Erde abbremsen, würde sie sich ohne Mond wesentlich schneller drehen. Ein Tag würde nicht mehr 24 Stunden, sondern nur noch 6 bis 8 Stunden dauern. Die Schwerkraft des Mondes sorgt im Zusammenspiel mit der Sonne auch für eine konstante Neigung der Erde und ein im Laufe der Jahre immer gleiches Hin- und Her-Taumeln, das man Präzession nennt. Ohne Mond würde die Neigung der Erde sich also ganz schön verändern und der Nordpol würde vielleicht da landen, wo heute die Tropen sind. Ohne Gezeitenkräfte würden auch Ebbe und Flut entfallen, da die Anziehung der Sonne zu schwach wäre, um das Wasser weiter nach hinten und vorne zu drücken. In dem Moment, in dem der Mond verschwinden würde, würde das Wasser aber durch die schnellere Drehung der Erde so sehr in Wallung geraten, dass es zu gigantischen Sturmfluten kommen würde. Ohne Mond wäre es nachts natürlich auch ziemlich dunkel, da niemand mehr da wäre, der das Licht der Sonne reflektiert. Für viele Tierarten würde das den sicheren Tod bedeuten. Das Leben auf der Erde wäre ohne Mond also nicht zu Ende, es wäre aber ein komplett anderes. Gut also, dass der Mond uns erhalten bleibt. Mond, ich hab dich so lieb. Ich dich auch, Erde. So, hinter mir ist der ganze Stolz des Planetariums, nämlich eine Sternwarte mit einem großen Teleskop. Wer hat die denn gebaut eigentlich? Ja, das war so kurios wie alles hier bei uns im Planetarium. Es war kein professionelles Bauunternehmen oder so. Es waren einige Schüler dieser Schule zusammen mit einem Physiklehrer. Die haben das so in der Nacht- und Nebelaktion, könnte man sagen, errichtet. Ne? Das ganze Holz selber gekauft und gebogen. Die Teleskope mit einem Flaschenzug aufs Dach gehoben. Also echt ganz unprofessionell, aber es hält jetzt schon seit mehr als 50 Jahren. Boah, das ist ja der Wahnsinn. Klasse. Kann man damit denn auch zum Mond schauen? Ja, man sieht den Mond, die Mondkrater kann man schön beobachten, auch Planeten und so. Was man nicht sieht, ist die amerikanische Flagge oder die Flaggen auf dem Mond, die sind ein bisschen zu klein. Also da bräuchte man noch ein krasseres Teleskop, mit unserem ist es leider nicht möglich. Also man könnte auch sagen, der Mond zeigt keine Flagge, ne? Das ist schade. Genau, so könnte man das sagen. Ja, also Neil Armstrong war ja der erste Mann auf dem Mond, der hat die Flagge ja dorthin gestellt sozusagen in die Erde. Ist das Erde? Stein, Steinboden. Regolith nennt man das. Regolith. Alles klar, alles klar. Ja, und der Neil Armstrong ist ja sehr stark, ne? Der ist ja sehr strong. Also Armdrücken würde ich mit dem nie machen, weil sein Arm ist ja strong, ne? Nicht nur das, es wird noch verrückter, wenn man seinen Namen rückwärts schreibt. Neil A. erhält man das Wort Alien. Ja, aber das öffnet doch Tür und Tor für allerhand abstruse Verschwörungstheorien, oder? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht wurde er nur deswegen auch genommen als Kommandant von Apollo 11. Verschwörungstheorien gibt es natürlich zur Mondlandung zuhauf. Ne? Warum weht die Flagge? Warum wurde kein Staub aufgewirbelt? Alles aber Unfug. Mein bestes Argument gegen Verschwörungstheorien ist immer, es waren über 100.000 Leute beteiligt damals von der NASA und den Dienstleistern. Wie soll man 100.000 Leute für immer zum Schweigen bringen? Außerdem, wenn die Mondlandung gefaked gewesen wäre, hätten doch spätestens die Sowjets was gesagt.
Aber selbst die Gegenspieler der Amerikaner, die Sowjets, haben das anerkannt und deswegen würde ich sagen, Verschwörungstheorien können wir alle vergessen. In der Zeit anerkannt, ne? Der Höhepunkt des Kalten Krieges sozusagen, also das sagt ja auch etwas aus, muss man ganz klar sagen. Jetzt mal Hand aufs Herz, nochmal zum Abschluss, was macht das denn mit dir, wenn du dich den ganzen Tag mit dem Universum auseinandersetzt? Glaub mal da noch an Gott? Also ich war schon, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, ziemlich unreligiös. Mir hat der Gedanke immer missfallen, dass da oben irgendwo ein allmächtiges Wesen sitzt, das mein Leben bestimmt. Ich würde mein Leben nämlich gerne selber bestimmen. Und je mehr man sich damit beschäftigt mit der Astronomie, desto plausibler erscheint das natürlich, dass es keinen Gott gibt. Denn ich meine, auf der Erde gibt es Menschen, die bezeichnen sich als Katholiken, als Protestanten, als Buddhisten, Hinduisten, was weiß ich. Und das würde ja implizieren, dass es ein allmächtiges Wesen gibt, das so krass mächtig ist, dass es das gesamte Universum erschaffen hat, Milliarden Galaxien, den Urknall und alles. Und darüber hinaus ist es ihm sehr wichtig, dass man sein Kind tauft und sich beim Gang in die Kirche bekreuzigt. Also das halte ich für ziemlich absurd, um es mal so zu sagen. Ja, also ich denke auch, dass die Menschheit einfach mal anfangen sollte, die Unwissenheit zu akzeptieren. Und man kann ja darauf hoffen, dass man vielleicht Antworten kriegt nach dem Tod. Aber zu sagen, irgendetwas, von dem wir gar keine Ahnung haben, ist so und so, ist halt absoluter Schwachsinn. Und letztendlich ist die traurige Wahrheit für mich, die ich mir ausgemalt habe, indem ich mich einfach mit offenen Augen umschaue, ist, dass alles Chaos und Zufall ist. Und das ist das, was man sehen kann. Und wer irgendwas anderes sagt, der lügt in meinen Augen, beziehungsweise macht sich etwas vor. So sehe ich das auch, ganz genau. Oh Mann, welch ein Schlusswort, mit dem ich wahrscheinlich 1000 Abonnenten verlieren werde. Aber es ist egal, es ist meine Meinung. Ich sage herzlichen Dank, du bist ein super Typ, lieber Tim. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ja, danke, Paddy. Kann ich nur zurückgeben. Wir sehen uns bestimmt mal wieder hier am Rande der Milchstraße auf dem Planeten Erden.